Für mich ist es selber nicht schwierig, hier zu leben, aber halt für ein Kind ist es einfach nichts Besonderes. Es ist Camping-Feeling im Sommer, aber im Winter kann man hier nicht leben. Irgendwann, sagt Ulrike Werner Wolf, sind die Dinge schiefgelaufen. Sie bringt ihren Sohn Emanuel nach Hause in den Container, den sie seit 8 Monaten bewohnen. Dann da hinten haben wir unsere Couch, 2 Tische, dann mein Bett. Schlafen Sie da mit Ihrem Sohn auch? Ja, da schlafe ich mit ihm. Wir kuscheln, wir schauen DVD im Bett, wenn es ist, wir frühstücken drin. 36 Quadratmeter sind ihr geblieben. Sie verliert ihren Job, Scheidung, Mietschulden. Deshalb mussten sie raus aus der alten Wohnung. Nun stapeln sich um sie herum die Überbleibsel ihres früheren Lebens. Dann haben wir geschaut, dass wir eine Wohnung finden oder was Größeres wieder. Haben nichts bekommen, weil Schufa-Auskunft ist bei mir nicht gerade rosig. Und wenn du jetzt heute hergehst und sagst, ich wohne in einem Wohncontainer, ich habe einen kleinen Jungen und weinst halbert hin, du kriegst kein Mitleid, sondern nur noch, was haben sie an Geld? Ja, und jetzt kämpfe ich halt an allen Ecken und Enden. Mein Sohn leidet halt einfach darunter, weil er sagt, Mami, ich möchte hier wieder raus, es ist kalt. Mein Sohn ist schwer asthmakrank. Wir wollen jetzt auf die Lunge schauen und alles machen. Und er braucht jetzt eine psychologische Unterstützung. In der Schule hat er Schwierigkeiten schon gekriegt. Wo ich sage, es geht so nicht mehr weiter. Er muss sich kümmern. Der Bürgermeister von Emmersacker, Michael Müller. Er hat den Container organisiert und das Jobcenter bezahlt. Ich erhielt vom Amtsgericht den Hinweis, dass hier eine alleinerziehende Mutter Räumungsklage bekommt, dass sie vom Gerichtsvollzieher auf die Straße gesetzt wird. Und dann wird plötzlich wegen dieser Obdachlosigkeit oder der drohenden Obdachlosigkeit die Kommune zuständig. Dann habe ich in der Wohnungsbaugesellschaft vom Landkreis angerufen und habe nachgefragt, inwieweit es da Wohnungen gibt für solche Fälle. Und da ist mir dann gesagt worden, sie haben keine Wohnungen frei. Es gibt ähnlich gelagerte Fälle, die sie auf einer Warteliste haben. Aber nach wie vor ist keine geeignete Wohnung frei für unsere alleinerziehende Mutter. Wir gehen jetzt in eine der Wohnungen unserer Wohngruppe. Und ich versuche, den Herrn Kranz zu sprechen. Da geht die Tür schon auf. Hallo, Herr Kranz. Unterwegs mit Knut Bliesener von der Wohnungslosenhilfe Augsburg. Die Zimmer hier sind für viele Bewohner die letzte Rettung vor der Obdachlosigkeit. Das ist jetzt eine dieser Wohnungen in unserem Haus in der Klinkertorstraße 12. Hier ziehen Leute ein, die eben ohne Wohnung sind. Ist dieses Problem der Wohnungslosigkeit, hat es in den letzten Jahren zugenommen? Eindeutig, ja. Also so viele Leute wie aktuell, kann ich mich nicht erinnern, dass so viele Leute auf Wohnungssuche waren in den letzten Jahren. Woran liegt es aus Ihrer Sicht? Viele Sozialwohnungen sind ja aus der Bindung gefallen. Ich denke, nachgebaut wurde viel zu wenig. Es geht ja um günstigen Wohnraum, den wir bräuchten. Sind es dann immer nur Fälle von Menschen, die jetzt wirklich abhängig sind, die arbeitslos sind? Oder gibt es auch Fälle, wo man sagt, ja, das sind eigentlich Leute, die noch, sage ich jetzt mal in Anführungszeichen, im Leben stehen und die trotzdem in diese Notlagen geraten? Ja, natürlich. Also etliche Leute, die sich bei uns vorstellen nach einer Räumungsklage, nicht immer nur, weil die Miete nicht bezahlt wurde, sondern weil es Kündigungen gab aus Eigenbedarf oder sonstigen Gründen. Und die dann plötzlich dastehen und realisieren müssen, sie haben jetzt keine Wohnung mehr. Ne? Und also nicht jeder, der zu uns kommt, ist jetzt mit irgendeinem Mangel behaftet. Wie gehen Sie persönlich damit um? Ich meine, Sie kriegen ja auch bestimmt viel Schicksal, auch menschliches Schicksal damit. Belastet Sie das auch manchmal? Ich bin ja jetzt hier schon ein paar Jahre beschäftigt beim SKM. Also ich denke, ich habe mir da ein relativ dickes Fell wachsen lassen. Also mir war von Anfang an klar, dass ich natürlich hier mir einen Rhythmus angewöhnen muss, hier die Dinge nicht zu nah an mich ranzulassen. Und das ist mir eigentlich relativ gut gelungen. Sonst könnte ich eigentlich diese Arbeit gar nicht machen.
die Wärmestufe vom SKN. Jeder, der hier reinkommt, der geht erstmal an die Theke. Ja. Hier an der Theke sagt jeder Bescheid, was er will. Es sind immer Semmeln da oder eben auch Kuchen, Suppe. Wie ist Ihr Name? Joachim Köbler. War das so ein schleichender Prozess, dass Sie letztlich am Ende auf der Straße gelandet sind? Oh, das ging eigentlich ganz schnell. Das war April 2017, bin ich von der Therapie geflogen, weil ich auf der Therapie noch Drogen und Alkohol konsumiert habe. Und das hat sich eben bis vor kurzem noch hingezogen. Jetzt bin ich Gott sei Dank seit 2 Monaten weg. Glauben Sie, dass Sie es irgendwann mal schaffen, wieder in eine eigene Wohnung zu kommen, vielleicht sogar mal einen Job zu haben und sich eine eigene Wohnung mal leisten zu können? Ja, ich denke schon. Ich denke schon. Was macht Sie da zuversichtlich? Die Hoffnung. Hoffnung stirbt zuletzt. Auch Ulrike Werner Wolf hofft und fordert Hilfe. Eine alleinerziehende Mutter, die nach meinen Vorstellungen, genauso wird es Ihnen gehen, in so einem Container eigentlich über den Winter nicht leben sollte. Aber wir haben keine Wohnung als Gemeinde. Ich habe auch Probleme damit, Bürgerschaft von mir als Bürgermeister aufzufordern und sagen, wir haben hier einen schwierigen Sozialfall, nimm eine Wohnung oder gib mir die Wohnung, wohl wissend, dass es hier Probleme kommt und der Vermieter ganz, ganz große Schwierigkeiten hat, so jemand wieder loszuwerden, der nicht mitwirkt, der nichts macht, der nicht bezahlt, der also ganz, ganz schwierig hier im Umgang ist. Angebotene Hilfe, auch Jobangebote, habe Ulrike Werner Wolf abgelehnt. Ich habe ihm klipp und klar gesagt, das geht nicht, weil man hört heraus aus dem Gespräch, dass der mehr mich als Arbeiter sieht, als wie als Fotografen. Als jemand, der wo ein Ding braucht, wie sagt man, eine Wohnung braucht. Also, aber finden Sie das verwerflich, dass jemand auch sagt, okay, wenn Sie eine Unterkunft bekommen, dass Sie auch arbeiten dafür? Ich kann nicht arbeiten, ich habe einen Unfall gehabt, einen schweren, mit meinem linken Bein. Sagt zumindest Ulrike Werner Wolf. Eine verfahrene Situation, die Knut Bliesener von der Wohnungslosenhilfe Augsburg so ähnlich schon oft erlebt hat. Wenn man jahrelang in einer Situation leben muss, wo es dauernd ums Überleben geht, dass es dann einfach gelernt wurde, sich in dieser Opferrolle zu bewegen, bis hin zu feindseligen Reaktionen, die aber nötig sind, um, denke ich mal, mit so einem bescheidenen Leben klarzukommen, um für sich dann Lösungsansätze zu finden, die es überhaupt möglich machen, dass man weiterleben will. Kann man da von staatlicher Seite oder von Institutionen, wie es jetzt Sie sind, von der Wohnungslosenhilfe, kann man da noch was zum Guten bewirken? Und kann man solche Fälle auch wieder, sag ich mal, aufs Gleis bringen, dass die irgendwann auch wirklich mal wieder einem Job nachgehen, ihre eigene Wohnung finden? Also ich denke mal, mit viel Geduld und Spucke ist es möglich. Also jeder, der zu uns kommt, soll sich hier angenommen fühlen und aus diesem angenommen fühlen und der begleitenden Arbeit, und wenn es dann auch Jahre sind, aus der kann dann durchaus wieder was entspringen, was vorher nicht möglich schien. Für eine Wende zum Guten drängt in Emmersacker die Zeit. Im nächsten Jahr läuft der Pachtvertrag für das Grundstück, auf dem der Container steht, ab. Was dann passieren soll, weiß bislang keiner.